Radio Raufass. Steffis Haushaltstipps. Die größte Angst eines Smartphone-Besitzers ist wohl ein Wasserschaden. Aber was soll man denn nun im Notfall machen? Den Akku und die SIM-Karte aus dem Handy bauen? Alternativ, wenn das nicht möglich ist, das Handy einfach ausschalten und das Gehäuse in eine Tüte oder Dose gefüllt mit Reis legen und das Ganze so 1 bis 2 Tage liegen lassen. Wichtig ist, dass das Gefäß geschlossen werden kann. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass ungekochter Reis Flüssigkeit an sich nehmen kann und bindet. Da es nun in der Tüte oder in der Dose also eine sehr trockene Atmosphäre hat, wird die Feuchtigkeit aus dem Handy herausgezogen.